Ein schönes Hallo und willkommen bei Dead Island mit mir und die guten Marcel sind auch wieder mit dabei. Hallo. Wir haben hier so ein bisschen geschlachtet und da machen wir weiter. Wir sind mit dem schönen Boot letztens angekommen. Mit dem schönen Boot auch noch? Ich fand das Boot gar nicht so schön. Na ja, ein Hilfsmittel. Ja, die Autos finde ich schöner. Da rennt was hinter dir her. Ja, hier ist einiges. Alter. Oh, da kommt schon wieder so ein Renner. Ich hasse diese Renner. Alter. Und werfen wir nochmal das Hackeball. So. Hackeball. So, hier oben ist. Sieht so geil aus, wenn das seinem Rücken steckt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ach, hier können wir irgendwas aufheben. Ich habe hier so ein komisches Symbol. Ja, lassen wir dann gehen. Guck mal, wir sind fast da, 30 Meter noch. Nee, nicht da. Hier habe ich noch so ein Symbol. Ich habe das hier, da wo der Baumsturm vom Weg ist. Was sollen wir damit machen? Was ist denn hier? Komm mal. Ach so, eine Konserve, ah. Jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Und der Regen hat aufgehört und es wird wieder sonnig. Oh, hier ist ein Auto. Hä? Bei mir scheint die ganze Zeit die Sonne. Bei mir hat es gerade geregnet, jetzt ist wieder Sonne. Mir war die ganze Zeit Sonne und... Hilfe! Anscheinend. Die arme Frau, Alter. Wird immer von allen Stellen behakt, ne? Ja. Ärgerlich. So, was müssen wir hier denn machen? Okay. Also nicht. Oh, so much for the road. Henderson. So close, and yet so far. Ui, was ist denn das da hinten? So. No point in going this way, Harlow. The bloody road's gone. It's washed out. Damn it. I was hoping we'd catch a break. Yeah, not likely. Any suggestions? Head back to Halai and see if they know. Jetzt quatschen sie wieder. Ja, wir müssen wieder zurück, ne? Das geh hier nach. Alter, die große Spaltachse ist total pervers. Was ist denn das hier vorne? Guck mal. Ja, was? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich ins Auto steigen und da wegfahren. Ja, warte. Warning! Ich glaube, das ist gefährlich, Rico. Das gefällt mir nicht. Ich steig hinten ein. Okay. Hä, wir müssen jetzt wieder in diese Scheißstadt. Oh. Ich schau mal. Wo ist denn hier eine Straße? Oh, was ist das denn für eine Steuerung hier vom Auto? Da ist eine Straße. Hä, wo denn? Na, rechts lang. Da. Hier lang. Alter, ich sehe das gar nicht richtig. Da. Immer die Straße entlang. Dum, dum, dum. Oh! Alter, was ist denn das für eine Steuerung? Was ist das Scheiße hier? Guck mal, hier sind lauter schöne Zombies. Ja, ja, so schön sind sie nicht. Ach, hier waren wir doch schon mal. Lol, wo geht's denn jetzt lang? Alter. Ja, geradezu, geradezu. Geradezu? Nee, das ist falsch. Das geht nicht. Aber da kannst du auch lang. Aber, nee, da müssen wir lang. Weißt du was? Wollte ich gerade sagen. Schnell auf! Komm. Bringt sie alle weißt um! Du, jetzt kriegst du richtig schön in die Eier. So. Ach was, ja. Ach was. Ach was in die Eier. So. Und eins und zwei. Und willst du noch mal eine Axt haben? Die kriegst du genau hier rein. Hast du das gesehen? Große Batterie hat der eine Zombie bei ihr. Große Ballerina. Ach, hier sind wir doch hochgegangen vorhin. Ja. Oh! Alter, wo ist sein Kopf hin geflogen? Das habe ich auch gerade gesehen. Alles dreht sich um diese Stadt, Rico. Ja. Oh fuck. Ach du Scheiße, da war eine Wasserleiche. Nennen sie nicht immer so.
Die Typen haben auch Namen. Die Dicken. Ah, die Dicken. Nennen Sie mal Sam. Ich höre einen Schläger. Sam will Tully. Mein Gott. Aufstieg. Wie heißt der Jackson? Michael. Haben Sie wieder zu Ihrer natürlichen Hautfarbe zurückgefunden? Nee, das ist Sam B. Achso, nee, ich bin der Sam B. Okay, tut mir leid. But he's been gone for ages. We don't even know if he's still alive. Because he meant a lot to the people here. Saved a lot of souls. He's a missionary named Markus Willer. Island like the back of his hand. Da finden wir einen guten Boy. He went to fetch some from a store not far from him. Die Villa ist so groß. Ich finde hier nie jemanden. Alter, wie lange Markus ist der einzige, der den Weg nach hinten kennt. Suche nach dem Missionar. Jetzt müssen wir schon wieder da irgendwo hinten hin. Markus ist der Missionar. Okay, da. Hä, lol, das ist doch gleich hier. Ich brauche eigentlich mal eine Werkbank. Da ist auch eine. Ah, kann ich da hin? Ja. Ja. Kann ich denn da rein? Das ist hier in diesem einen Areal drin. Ich glaube nicht, dass ich da hin kann. Nee, da können wir noch nie rein. Pass auf, da sind wieder drei Zombies. Legt euch wieder hin, Mann! Legt euch wieder hin. Legt euch wieder schlafen, Leute. Die hat schon wieder ein Messer, die Olle. Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt habe ich ihr dafür den Arm abgeschnitten. Da hast du aber mittelalterliche Bestrafungsstrukturen bei dir. Alter, wo bist du? Du rennst einfach weg und ich kämpfe gegen sonst wie viele Zombies. Ja, du musst doch aufnehmen. Du musst den Leuten doch was zeigen. Ich habe keine Ausdauer. Jetzt. Ich habe keine Ausdauer. Lässt der mich hier einfach einen Stich? Dann solltest du nicht Let's Plays machen, würde ich sagen. Ich hab keine Ausdauer. Steht er hier erstmal fröhlich an der Werkbank? Ja, ich dachte, ich benutze hier mal ein bisschen was. Meine Güte, jetzt werde ich erstmal die. Wo ist denn meine schöne Axt? Ach, die habe ich schon auf Dings. So, was kann ich denn noch Blitz ranmachen? Hey, wo ist denn mein Eigenbau-Ding? Wie viel macht das? 210. Hey, over here! Hä? Das verstehe ich doch nicht. Hey, over here! Alter, wie viele Zombies kommen da? Also ich bin gerade an der Fuck? Ich hab da so viel im Brand gesteckt. Pass auf, die kommen jetzt alle rin. Jawoll. Ja, also hör mal auf die Zombies so, ich war noch gar nicht fertig. Ich hab nur die Tür auf immer. Ja, auf die Tür aufzumachen. Ey, da hat einer rausgekommen. Ne? Lass mir nochmal was machen. Ey, ich bin aufgestiegen. Hier, da ist Markus. Ja, warte doch mal. Ach, da steht da einfach. Okay. Kommst du her? Ja. Markus, du hast dich verändert. Hä, so sieht er doch aus. Der ist doch wieder zum Gesicht geschnitten. Ja. Na. Der hat noch ein bisschen mehr Bräunung hier, oder? Ei, sieh, sieh, ich heiße Markus Willer. Lol, das, weißt du, das Geilste ist, ja? Ich hab ja gedacht, wir müssen zum Markus Willer. Also. Ja, in der Villa, ich weiß. Aber der heißt Willer. Shit can't touch me.
Remarkable. Truly remarkable. Are you the only one who is... Genauso redet Markus auch. Remarkable. Remarkable. Yes, I know what that is. You are truly a blessing from the gods. Paradiese. I'm afraid I need to ask you for one more favor, however. Just one more. My flock will survive this, for they are blessed people. Man can do nothing to us. Now then, there is a place where we keep our provisions, but it is overrun with the infected. Alter, jetzt halt deine Fresse, ich will das doch gar nicht hören. So. Schwierigkeitsgrad, da steht 4 Totenköpfe. Ja, das steht bei jeder Quest, ist unterschiedlich. Gut, bring me the good stuff. Ja, teuer, sollen wir ihm. Geh es zur Todeszone. Go, get the things. Ach. Das wird kein Problem darstellen. Oder wo ist die? Ja, ich habe ja meine Mr. Spaltaxt bei. Ah, ganz da unten ist die. Ah, ich muss doch noch mal meine Fertigkeiten vertragen. Ach du Herrje, hier überall Zombies. Ach du Herrje. Toll. Rico, du bist vorbeigerannt. Kann man schwimmen? Nein, ich glaub nicht. Du hattest recht. Warum bist du tot? Nee, bin ich nicht. Aber man kann nicht schwimmen. Ich dachte aber, ich wäre tot. Deswegen habe ich das sehr spät realisiert. Jetzt bin ich tot. Jetzt die Zombies haben mich umgehauen. Großartiger! Großartig! Geil, jetzt kommt man hier rein. Ja? Ja, der hat sogar noch eine Belohnung für uns. Wir sind davon zu früh abgehauen. Jackpot! Ja, vielleicht müssen wir wieder hin. Hier gibt's doch lauter Quests. Ja, die machen wir jetzt aber nicht. Mal lassen wir die Hauptquest lieber weitermachen. Aber hier war doch. Ach nee, Werkbank haben wir ja schon hier. Müssen wir aber hier draußen weiter, glaube ich. Mach mal lieber die Tür zu. Das ist unhöflich, Rico. Also, falls du das nicht weißt. Alter, wie viel Zombies? Warte, ich helfe dir. Brauchst du gar nicht. Komm ganz gut an. Ich hab ihm den Fuß abgeschnitten. Jetzt kann ich ihm kochen und essen. Toll, hier müssen wir gar nicht. Alter, das ist aber auch verwirrend hier, oder? Ja. Ich bin dir eigentlich gerade nur hinterher gerannt, deswegen. Hier sind Renner! Wie leicht du die erledigen kannst, wenn du die Waffe wirfst. Alter, ich hasse euch! Hinter uns! Aua! Ja, sag es ruhig. Ich bin fast tot! Nein, ich nicht. Oh, da ist ein fetter. Oh, Hilfe! Oh, Alter, wie viel sind denn hier? Ich hab ihn geköpft. Rico, hinter uns. Ach, komm, ich schneide dir deine Brüstchen auf, Hühnchen. Wandelnde Tote. Ah! Alter, was hast du da für Kling? Sieht aus wie von Freddy Krüger. Ey, ich schlag mit meinen Händen. Alter! Achso, das sind meine Klingen. Oh, das ist echt krank. Die habe ich gar nicht gesehen. Und ich bin tot. Ich habe die Kill bekommen. Alter, wie viel kommen denn hier? Hier kommen unendlich.
Das halte ich für unlogisch, Rico. Ich gehe jetzt hier hoch. Ist gerade ein Zombie begegnet ohne Arme. Unbekannt hier Problem. Oben steht einer. Komm schnell hier hoch, da kommen immer mehr von oben. Nee. Kommt keiner mehr. Ich will meine Axt wieder an. Die hängt wirklich im Boden. Ich will meine Axt wieder an. Hab ich doch eben gesehen. Pass auf, da kommen wieder neue. Die spawnen immer wieder. Ist mir egal, ich will meine Axt wieder haben. Hinter dir! Ich hole mir jetzt meine Axt zurück. Spürt das. Willst du mir auch helfen? Ja, warte. Ich wollte eigentlich eine Mine hier runterwerfen. Jesus! Was wolltest du? Ja, deswegen solltest du da hochkommen. Schon. Also gleich kommen bestimmt wieder neue. Ja, ich brauche meine Axt. Aber ich kann ja ein bisschen wegstückeln hier. Ja, da ist sie, da im Boden. Ja, ich sehe sie. Warte mal, ich kann sie sogar anfassen. Von hier auf manchmal. Oh, Alter. Halt mir die bitte vom Leib. Nein! Ich hatte sie fast! Ja. Oh, das ist ein Hackeball, keine Axt, aber. Schnell, guck, wie schnell das geht mit dem. Alter. Bei Teil 1 gab's in der Stadt gab's auch so eine Gegend, da kamen immer wieder Zombies, egal was du gemacht hast. Hier ist eine Leiter, ne? Ja, aber ich will hier die Äpfel holen, damit ich ein neues Leben bekomme. Ach so. Hier oben sind aber auch Äpfel. Was so, das wusste ich nicht. Na, ist egal. Halt. Und wieder ein Erfolg. Ich hab einen Erfolg, der Minenleger. Ja, haben wir beide, das ist ein Kampagnenerfolg. Okay. Was will denn der gute Mann da? Ich muss jetzt auch eine Pause machen, Rico. Er will, dass ich ein Star werde. Oh, ein Star! Ja, und an dieser Stelle verabschieden wir uns mit für Dave. Diesen kleinen Part. Ciao, ja, Leute. Also bis zum nächsten Mal. Ja. Haut da rein. Ciao.